So, wir haben es. Ja, wahrscheinlich gleich 4 Uhr. Ist auf jeden Fall noch sehr dunkel. Ich fahre wieder zum See wie gestern. Die Wasservögel zu beobachten hat sehr gut geklappt gestern. So gut, dass ich mir das nochmal überlegt habe. Bin natürlich jetzt 2 Tage in Folge so früh aufgestanden. Weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist. Bin auf jeden Fall sehr müde. Aber was soll's, Hauptsache ich kriege ein paar schöne Beobachtungen zusammen. So, das hier ist die Stelle von gestern. Ich schließe da wieder an. So, ich bin jetzt angekommen. Eben auf dem Weg hierher konnte ich einen Nutria mit dem Nachtsichtgerät beobachten. So, das gleiche wie gestern. Ich werde mich jetzt hier wieder 2-3 Stunden hinsetzen und einfach mal beobachten. Ihr werdet das dann alles sehen, was ich hier aufnehme. Momentan ist noch das Nachtsichtgerät im Einsatz. Es ist einfach noch zu dunkel für die Kamera. So, jetzt war gerade sogar ein Rehbock hier. Ich habe es knacken gehört. Da habe ich mich umgedreht. Da, wo die 2 Bäume sind, dazwischen hat so dieser richtig große Rehbock gestanden. Das ist genau der, den ich immer beobachten wollte. Der hat hier das größte Geweih von allen. Ja, der Platzbock ist das hier, glaube ich, wenn man das so nennt. Da stand er gerade. Ach, Mist. Ich habe mich viel zu viel bewegt und naja, da ist er halt weggerannt und hat Alarm geschlagen. Mist, wirklich. Hinter mir geht gerade die Sonne auf. Es war eben noch sehr viel los. Die ganzen Wasservögel haben ja wieder Theater gemacht. Die Gänse haben da rumgestritten. Ich habe mich jetzt wieder dazu entschlossen zu gehen. Da geht's jetzt durch. Die Sonne geht da hinten auf. Dann fahre ich noch zu meinen Kameras und kontrolliere die kurz. Ja, und dann komme ich vielleicht morgen wieder. Oder demnächst nochmal. Ich bin mir nicht sicher. Am anderen Ufer steht sowieso mein Zelt. Da muss ich demnächst auch mal rein. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Macht's gut.